Servus zusammen, ich bin Sigi Eichhorn, stehe hier am Wörthsee, um ein saucooles Landschaftsbild zu machen. Und euch nehme ich jetzt mit und zeige euch, wie ich das Ganze angehe. Am Anfang geht es immer los, man steht eigentlich an so einem Spot da, schaut sich um und überlegt, was kannst du machen? Der Sonnenaufgang ist schon seit 3 Stunden durch und im Nieselregen ist es auch nicht ganz so einfach. Wenn ich mir jetzt hier so die Wolken aber anschaue, sehe ich, dass die relativ schnell von mir hier wegziehen, so schräg nach vorne. Das könnte ein Grund sein, um hier vielleicht auch eine extreme Langzeitbelichtung zu machen mit 1 Minute oder auch sogar länger. Ja, um hier irgendwie was Interessantes zu fotografieren. Aber jetzt geht es eigentlich auch erstmal los mit der Spotsuche. Ich habe halt hier vor mir diesen ultralangen Steg, den ich schon 1000 Mal fotografiert habe. Hier auf der Seite sehe ich eben diesen Baum, der auch relativ weit ins Wasser reinhängt. Nur habe ich halt da das Thema, glaube ich zumindest, wenn ich vom Baum aus in diese Richtung hier fotografiere, habe ich immer wieder den Steg mit dem Bild. Also dann ist mir auch eigentlich nicht klar, was will ich zeigen. Jetzt ist der Baum ein Hauptmotiv oder der Steg. Er ist echt schwer. Den Steg allein fotografieren will ich irgendwie auch nicht. Da drüben führen noch Schienen ins Wasser rein. Ich glaube, geht die jetzt als erstes mal an und nehme die hier als mein Hauptmotiv in den Vordergrund rein. Hier könnt ihr sehen. Ich habe auch Gott sei Dank Gummistiefel an, da kann ich mich ans Ufer rantrauen und versuche da nicht einzusinken. Baden gehen möchte ich jetzt nicht, weil der Wörthsee ist relativ kühl. Aber da mache ich mich jetzt mal ran. Die Entscheidung steht. Die Schienen, die U-Bahn-Schienen, die in den Wörthsee reinführen, sind jetzt hier mein Hauptmotiv. Eine Matsche hier. Ja, und bevor ich hier mit meinem Stativ und den Filtern und so weiter anrücke, mache ich es jetzt so, dass ich aus der Hand erstmal schaue, ob das von der Bildkomposition einigermaßen hinhaut, weil da tue ich mir einfach leichter und siff hier nicht gleich alles ein. Die Sonne ist von echt dunklen Wolken gerade komplett verdeckt. Deswegen regle ich hier mal die Belichtungszeit. Oh, was fällt da runter? Da fällt Zeug von den Bäumen. Auch nicht schlecht bei dem Wetter. Aber hier könnte ich wirklich auf 16 mm diese Schienen ganz gut in Szene setzen, ungefähr auch aus der Höhe. Wenn ich niedriger gehe, siehst du halt kaum noch was irgendwie vom See. Deswegen ist die Höhe eigentlich ganz gut. Könnte ich mir echt so vorstellen. Und ich mache jetzt zu Anfang erstmal das Bild aus der Hand, um die Belichtung eigentlich gut einschätzen zu können. Und wenn ich diese Belichtung jetzt hier richtig gemacht habe aus der Hand, dann kann ich meine ND-Filter entsprechend reinsetzen und vorher die Belichtungszeit kalkulieren. Und das mache ich mit Hilfe einer App und die zeige ich euch auch gleich nochmal. Ja, von der Bildkomposition her mache ich es echt so, dass die Schienen hier in meine Ecken, in die linke und rechte Ecke zulaufen. Upp. So wird es funktionieren, Leute. Wow. Hier sackt man aber ganz schön ein. So. Also, die Settings jetzt hier ohne Filter, ohne alles, waren 1/100 auf Blende 8 und ISO 100. Und mit diesen Einstellungen gehe ich jetzt ins Rennen, gehe in meine App rein und schaue mal, dass ich so auf 1 Minute Belichtungszeit komme oder ein bisschen länger, weil wenn ich jetzt 15 Sekunden lang so ein Bild mache, dann sieht man in den Wolken fast gar nichts. Ich will einfach länger belichten, dass ich so diese Wolken ziehe, jetzt hier einfach sehe, dass ich hier noch irgendwie ein Element zu diesen Schienen habe, was das Bild interessanter macht. Weil hier Blendensterne von der Sonne kann man vergessen bei dem Wetter. Ich bin ja froh, wenn ich trocken bleibe. Oh, jetzt komme ich hier erstmal raus. Schon ganz schön matschig hier, du. Okay. Jetzt zu der App, die mir einfach hilft, die richtige Belichtungszeit hier einzustellen. Die heißt Long Expose. Die habe ich mir mal vor ein paar Monaten gekauft. Das ist ganz hilfreich, weil man da verschiedene Filter kombinieren kann. Also auch Polfilter, ND-Filter. Das ist ganz hilfreich. Ich gehe mal rein. Braucht relativ lang zum Starten. Aber die Zeit haben wir. Und ich muss mir halt jetzt noch die Belichtungszeit merken von vorhin. Jetzt gehe ich oben in den allerersten Reiter in das Kästchen ND Calculator und stelle jetzt hier anfangs unter Punkt Nummer 1 unter Meter meine Belichtungszeit ohne ND-Filter ein. Das steht auch hier oben, Exposure with no ND-Filters. Und ich war auf ISO 100, ich war auf Blende 8
und dann war die Belichtungszeit ein Hundertstel. Okay, nächster Schritt, da klicke ich jetzt hier auf den zweiten Reiter ganz unten, um Filter hinzuzufügen. Jetzt sage ich mal, gut, ein ND 1000 werde ich brauchen, um länger belichten zu können. Das ist auch mein stärkster, den ich dabei habe. Und da bin ich jetzt hier mit dem ND 1000 schon mal auf 10 Sekunden, um die Belichtungszeit richtig einzustellen. Dann hätte ich noch ein ND 64 oder ein ND 8. Jetzt gebe ich mal ein ND 8 rein, oder der würde perfekt reichen, 1 Minute und 20 Sekunden. Also das ist eine super Zeit, um Wolkenzieher aufzunehmen, finde ich jetzt für mich. Wenn ich jetzt meinen ND 64 eingeben würde, boah, wäre ich auf 10 Minuten. Das ist mir jetzt einfach zu lang für dieses Foto. Da habe ich keinen Mehrwert, weil in 10 Minuten habe ich einen Wolkenteppich, einen Wolkenmatsch einfach im Himmel. Deswegen werde ich mit dem ND 1000 und hier dem ND 8 arbeiten. Und so machen wir das jetzt. Sehr gut, 1 Minute 20, ich mache mir mal einen Screenshot davon und dann passt die Sache. Sehr gut, also jetzt setze ich als nächstes meine Filter vorne drauf, baue die Kamera gemütlich mit dem Stativ auf, mache das Bild und um 1 Minute 20 belichten zu können, muss ich natürlich auch meinen Fernauslöser anschließen. Ja, bei der die Sony, die kann nur bis 30 Sekunden lang belichten und danach ist man im Bulb-Modus. Und in den Bulb-Modus kommt ihr, wenn ihr normalerweise im M-Modus fotografiert und dreht die Belichtungszeit einfach weiter. Und das mache ich jetzt auch hier. Ein Filterhalter braucht man dazu und zwei Einschübe. Super Hilfsmittel, dieser Giotto Rocket Air Blower, um einfach die Fusseln von der Linse noch final hier runterzukriegen. Jetzt sehe ich, dass sich die Lichtsituation schon wieder verändert hat. Die Sonne kommt gerade raus. Mai, wie du es machst, ne? Wie vorhin erklärt, ND 1000 kommt als erstes rein. Muss mal schauen, dass alles schön abgedeckt ist. Und jetzt noch den ND 8 Filter drauf. Der ist halt deutlich, deutlich durchsichtiger, gell? Das könnt ihr ja sehen. Ist nicht ganz so schwarz. Den als zweites. Ja, mit dem L-Winkel hat man immer so ein leichtes Gefummel. Ich drehe den jetzt einfach ein ganz kleines Stückchen. Gut. Ich bin jetzt hier in dem B-Modus, im Bulb-Modus und muss das jetzt hier natürlich auch an meiner Kamera machen. Und was ich jetzt hier auch noch mache, ich brauche diese 2 Sekunden Verzögerung nicht mehr. Die nehme ich raus, weil ich ja eh die Kamera nicht mehr anfasse und da wird auch nichts mehr wackeln. Gut, Freunde, jetzt bauen wir mal das Setup auf und suchen die richtige Bildkomposition. Ich sehe schon, hier gibt der Untergrund die Matsche ziemlich nach. Ich muss ja in erster Linie mal für einen festen Stand sorgen, dass das hier irgendwie überhaupt hinhaut. Und vom Fokus her habe ich eigentlich eher auf die Stegspitze da vorne fokussiert, weil ich einfach auch weiß, auf F8 ist hier eh alles scharf. So, und jetzt kommt es wirklich auf die Feinheiten an. Ich muss jetzt hier meine Kamera ordentlich ausrichten. Oh, ich sitze hier fest. Ich könnte vielleicht sogar noch ein ganz kleines Stückchen tiefer gehen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich die Schienen einfach schön in die Ecken zulaufen lassen will. Und es gelingt mir einfach besser. Es gelingt mir einfach besser, wenn ich tiefer bin. So, schraube ich ihn nochmal zu. Könnte echt ein Dramabild werden. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Ich bin aber nicht hundertprozentig in der Mitte, also mir ist total wichtig, dass ich hier genau symmetrisch stehe. Und Ziel ist es ja auch, dass sich diese Wolken dann hier wunderschön auch hier in meinem Wasser auch spiegeln. Bin hier auf 16 mm, eigentlich sieht alles gut aus. So, die Kamera ist eingerichtet, alles ist aufgebaut. Im Bulb-Modus bin ich. Jetzt drücke ich hier einfach nur noch auf meinen Knopf. Lass die Kamera 1 Minute 20 lang arbeiten und dann schauen wir, was rauskommt. Oh Gott,
Was aber rauskommt, ist jetzt auf jeden Fall die Sonne. Könnte ein Problem sein, weil vorhin bei der Belichtungsmessung, beim ersten Bild, war die Sonne einfach hinter den Wolken. Ja, es war schön bewölkt. Jetzt hoffe ich mal, dass die nicht zu lang zu sehen ist, weil sonst wird mein Bild überbelichtet sein bei 1,20. Schauen wir uns die Sachen mal an. Vielleicht habe ich ja Glück. Die Wolken ziehen eh gleich wieder davor. Und da hoffe ich mir einfach jetzt so ein schönes Wolkenzieherbild, dass sie hier so bam in die Richtung rüber wandern. Und so kann man halt auch Spaß haben, nicht nur zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Ich muss euch ja auch echt sagen, es ist tatsächlich gar nicht so einfach für mich zurzeit, weil ich meine Kleine jetzt jeden Morgen in die Schule bringe. So sind Sonnenaufgangs-Shots jetzt unter der Woche echt schwierig umzusetzen. So, jetzt bin ich bei einer Minute, jetzt warte ich noch 20 Sekunden und stoppe die ganze Sache. Die Sonne war jetzt komplett zu sehen, die ganze Belichtungszeit. Aber lassen wir uns überraschen, ich fotografiere sowieso auch im RAW-Modus und kann die Belichtung noch minimal anpassen. Und jetzt bin ich auf 1,17, 1,18, 1,19, bam, 1,20. Es ist gut, aber leicht überbelichtet. Ich glaube tatsächlich, mit einer Minute bin ich besser bedient. Und das mache ich jetzt gleich nochmal, weil sich eben die Sonne gezeigt hat. Also selbe Spiel nochmal. Eine Minute diesmal nur. So, jetzt bin ich hier bei 57, 58, 59, 60. Boom. Ja, schon wesentlich besser. Ich habe zwar jetzt hier auf der rechten Seite noch leicht eine Sonneneinstrahlung hier auf dem Wasser, aber es ist deutlich besser auf einer Minute als auf 1,20. Das sind echte Erfahrungswerte. Man muss einfach probieren und probieren und es oft machen. So, 60 Sekunden. Boom. Auch cool. Also der rechte Bereich ist tatsächlich hier leicht heller als links. Klar, die Sonne kommt auch rechts voll durch. Aber super interessantes Bild und auch ein dramatisches Bild, weil die Wolken einfach wegwärts von mir ziehen. Und da habe ich jetzt genau den Effekt erzielt, den ich wollte. Dieses Drama im Himmel, spiegelglatte Wasseroberfläche. Boom. Und selbst hier ohne Sonnenaufgang echt ein ganz cooles Bild gemacht. Geile Nummer. Jetzt hier 3 Meter neben diesen Schienen ist ja hier auch noch dieses Geäst im Wasser. Und ich stehe auf Bäume im Wasser mit Langzeitbelichtung. Und die Perspektive hier werde ich mir jetzt auch aussuchen. Und was ich hier an diesem Baumstumpf jetzt interessant finde, ist Folgendes. Nicht nur hier der Baumstumpf, sondern hier diese Lücke. Und ich muss jetzt hier in meinen Augen irgendwie die Kamera so positionieren, dass ich diese Lücke zwischen dem kleinen Ast und dem großen Ast irgendwie sehe. Wenn ich hier fotografieren würde, ja okay, es würde auch gehen, da siehst du auch eine Art Lücke. Aber eigentlich habe ich vor, jetzt vom Steg nichts zu zeigen und hier in die Richtung rein zu fotografieren. Wenn ich jetzt mit der Kamera sehr, sehr niedrig bin, könnte es auch gut funktionieren. So in der Höhe, Kniehöhe ungefähr. Ich hole sie mal und probiere den Move mal aus. Jetzt versuche ich hier auch nicht da reinzulaufen, dass das Wasser aufgeschwemmt wird. Gerade bei so Sachen ist es halt echt gut, wenn das Stativ auch einigermaßen leichtgängig ist, dass man hier arbeiten kann. Ich habe also jetzt gerade gemerkt, tiefer kann ich mit der Kamera echt nicht gehen, weil sich dann der obere Ast mit dem Ufer schneidet, mit der Uferkante. Und das ist eigentlich nicht meine Absicht. Deswegen bleibe ich jetzt tatsächlich so. Was ich jetzt noch machen muss, ich muss jetzt anders fokussieren. Hier ist jetzt tatsächlich der Ast oder dieser Baumstamm hier mein Hauptmotiv. Deswegen gehe ich jetzt hier wieder in den automatischen Fokus, fokussiere hier vorne, zack, auf den vorderen Ast, also auf die Spitze an. Und Moment, den ND8, den habe ich ja vorhin rausgeholt. Den setze ich hier wieder ein, um hier wieder eine gute lange Minute hier belichten zu können. Gehe hier auch wieder in meinen Bulb-Modus rein
Auf Blende 8 waren wir vorhin und hoffen, dass wir einen richtig coolen Wolkenzieher hier einfangen können mit diesem Geäst im Vordergrund. 55, 57, 58, 59, go! Bam! Ah, man kann das Bild ganz schlecht hier beurteilen, weil es einfach so blendet. What? Geil! Boah, das Bild ist echt traumhaft. Leute, das ist wirklich was echt Besonderes. Ach, schaut es schön aus. So, aber ihr kennt mich ja, es wäre eine Schande, jetzt hier kein Stegfoto zu machen, wenn ich schon mal da bin. Ein Stegfoto pro Tag muss trotzdem gehen. Aber die schwierigen Bilder waren tatsächlich hier die mit der Schiene und mit dem Geäst da vorne im Wasser. Hier oben auf dem Steg ist schon deutlich angenehmer. Und um die Uhrzeit ist halt auch kein anderer Fotograf unterwegs, weil das Licht einfach beschissen ist. Aber das ist mir egal bei so einer Langzeitbelichtung. Ich kriege auch hier was Gutes hin, werdet ihr ja sehen. Um das Bild und die Bildkomposition jetzt hier besser beurteilen zu können, ziehe ich jetzt mal einen Filter hier kurz raus. Und hier an so einem Steg achte ich immer penibel drauf, dass ich genau in der Mitte stehe, dass die Kamera in der Waage ist, dass ich hier von diesen Holzpfählen da hinten nichts irgendwie im Bild abschneide, dass die ganz zu sehen sind. Ja, jetzt werde ich den Horizont mal ganz klassisch hier in die Mitte aussetzen. Mal schauen, ob das jetzt hier funktioniert. Wo gehen wir hin? 16 mm. Ich warte jetzt noch, bis die Sonne wirklich verdeckt ist, sonst überblendet die mir hier alles. Richte die Kamera noch exakt aus. Ah, das sieht schon echt klasse so aus. Jetzt kommt hier noch mal ein Filter von vorhin, der ND8. Auch nochmal rein. Halt! Ich könnte jetzt eigentlich die Stegspitze kurz anfokussieren. Dann muss ich hier wieder in Automatikfokus gehen. Fokussiere den an. Klick hier wieder in manuell rein. Setz den Filter da ein, wo er hin muss. Habe ich hier den Dings, habe ich da. Gehe hier natürlich auch wieder in den Bulb-Modus. Kommt nach 30 Sekunden. F8, jetzt ist halt mein Display komplett dunkel, macht aber nichts. Wir machen das Bild. Und dann habe ich mein Stegfoto heute auch noch gemacht und bin eigentlich happy und gehe dann heim an die Bildbearbeitung. So, 59,60. Boom! Wow, auch nicht schlecht. Ihr wisst ja, die besten Bilder macht man mit dem ersten und mit dem letzten Licht am Tag. Wenn ihr aber nicht die Möglichkeit habt, zu diesen Uhrzeiten fotografieren zu gehen, könnte man unter Umständen am Wasser, am See Langzeitbelichtungen mit Wolkenziehern machen, wenn es die Wolken hergeben. Wenn dir das Video getaugt hat oder auch unterhalten hat, freue ich mich sehr über ein Like zu dem Video. Kommentiert es auch gerne, wenn ihr selber schon in solchen Situationen gesteckt habt, dass wir nicht zu optimalen Bedingungen raus sind. Was habt ihr denn da für Fotos gemacht? Das würde mich auch interessieren. Das inspiriert mich ja auch, um weitere Bilder und Videos für euch zu machen. Schöne Grüße vom Wörthsee heute. Bye bye, euer Sigi und bis bald.